auf meinem Kanal. Ich habe heute ein für mich ganz gutes, specialiges Video. Heute bin ich auch echt natürlich unterwegs. Ich bin gerade tatsächlich, habe ich mir aktuell direkt hingesetzt, weil ich unbedingt euch erzählen wollte, wie es beim Sephora in Stuttgart gewesen ist. Es war so expensive. Es war so, so teuer. Aber ich habe euch ein paar Videosegmente und so weiter für euch. Und das werdet ihr alles am Ende des Videos sehen. Ich werde euch erstmal zeigen, was ich für kleine Sachen geshoppt habe. Ich habe mir gegönnt, wie Alida sagen würde. Aber ich habe jetzt auch nicht übertrieben, weil das könnt ihr dort nicht. Sephora ist ja eine amerikanische, ich sag immer wie DM für Leute, die zu viel Geld haben. Ist ja praktisch so eine Art Boutique-Reihe, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, für Kosmetikfirmen wie Too Faced, Huda Beauty, Marc Jacobs, Sephora Collection selber, Kat Von D, Makeup Forever war da, ich glaube, das waren alle. Ich hoffe, das waren alle. Wie gesagt, ich verlinke euch mal unten die Galeria Kaufhof-Seite. Sephora ist praktisch so ein bisschen in Kooperation mit Galeria Kaufhof gegangen, weil sie ja praktisch eine Ladenfläche brauchten, um diesen Sephora aufzuziehen. Ich hoffe sehr, dass Sephora praktisch auch mein eigenständiger Laden wird, wie zum Beispiel die NYX Stores, weil ich einfach finde, dass die sehr, sehr gute Qualität geben und sie einfach auch Marken herbringen, Becker haben sie auch noch, genau, Marken herbringen zu uns nach Deutschland, die wir halt so gar nicht bekommen. Das ist natürlich super, super ärgerlich und ich zeige euch auf jeden Fall, was ich jetzt geshoppt habe. Es sind wirklich tolle Items dabei. Folgt mir sehr, sehr gerne auf meinem Kanal, abonniert ihn, seid einfach mit mir dabei. Das ist auch zum Beispiel Jenny Pur. Ich habe aber natürlich auch andere Videos. Sehr gerne. Ich habe euch eine Playlist für die Glow, für die Glow-Woche erstellt. Schaut da sehr, sehr gerne dabei. Die letzte Woche habe ich sehr, sehr coole Videos hochgeladen. Ein Haul, nochmal ein extra Haul und ein Get Ready With Me, praktisch mit den ganzen neuen Produkten, die ich so gekauft habe. Und die würde ich euch so, so gerne hier mal zeigen, welche süßen, süßen Items ich gekauft habe. Das erste Produkt, was ich jetzt hier aus meiner Tasche rausgezogen habe, ist einfach ein Labello. Und zwar ist es der Sephora Coconut Lip Balm. Ich trage euch den auch so gerne auf. Ich habe den jetzt auch schon die ganze Woche benutzt. Also ich habe letzte Woche Mittwoch mal hier einkaufen. Diese Woche Mittwoch kommt es online. Das heißt, ich habe das jetzt etwa eine Woche. Das sind die feuchtigkeitsspendendsten Lippenbalms, die ich je probiert habe. Also ich habe wirklich eine ganze Ecke voll von Eos und so. Die sind gar nichts dagegen. Es gibt die in... Es ist eine ganze Wand dort. Das werdet ihr jetzt gleich in einem Video auch sehen. So, so Feuchtigkeitsspenden und so angenehme Lippenstifte. Der riecht so lecker nach Kokosnuss. Ich nehme euch noch ein Stück runter. So lecker nach Kokosnuss. Ihr habt eine so tolle Lippe. Es bleibt auch sehr lange. Schmeckt auch nach Kokosnuss. Ist ein toller, er wird ein bisschen schmutzig, weil es ist so eine Pappverpackung, ja. Aber wirklich ein so himmlischer Labello. Also das, da werde ich mir auf jeden Fall nochmal eine andere Sorte von holen. Dann, Schulz, ich habe da so eine tolle Geschenkverpackung gekriegt, weil ich das erste Mal dort war. Da könnt ihr euch so ein bisschen aussuchen. Und ich habe echt nicht viele Sachen gekauft, Leute. Aber es war, also im Durchschnitt muss ich euch sagen, es ist High-End-Cosmetic. Das heißt, es ist einfach schweineteuer. Also ich würde euch raten, da grundsätzlich nur beim Gehaltseingang hinzugehen, weil es einfach... Das ist nicht wie beim DM und ich habe halt auch Mädels dort gesehen, die sind teilweise echt umgefallen, weil die irgendwie, glaube ich, dieses Grabsch-Syndrom haben wie beim DM, aber einfach das Realisieren an der Kasse. Also Leute, ich habe das, einen Bäcker-Highlighter, Sephora, das und noch das Geburtstagsgeschenk von der Alida gekauft. Ich hatte fast 150 Euro weg, aber das war halt nicht im Angebot. Das ist also wirklich teuer. Also dieser Lippenbalm hat 4,99 gekostet. Das hört sich jetzt erstmal ganz teuer an, finde ich. Aber ja, die Menge ist eigentlich ganz decent. Also ihr kriegt jetzt nicht zu wenig, aber jetzt auch nicht zu viel. Sephora Collection ist, glaube ich, auch cruelty-free, soweit ich das weiß. Und dann habe ich diese beiden Plumping Lipbalms mitgenommen. Und zwar sind das in der Farbe 05 und 04 die Outrageous Effect Volume Plump Effect Lipglosse.
Entschuldigung, dieses Packaging ist krass. Seht, kennt ihr diese super geilen, teuren, satinbezogenen Kissen? Sowas. Hallo? Hallo? Ah, da. Das wundert euch nicht, wenn ich winke. Mein Fokus schiebt dann irgendwie besser. Auf jeden Fall, das sind Lip Plumping Lip Glosse. Und zwar in zwei Farben. Ich halte es euch mal ran. Also einmal in so einem Mauve und einmal in so einem Pink. Ich glaube, ich trage mal diesen Mauve auf. Das ist die Farbe. Das war die Farbe fast. Ich schmeiße sie weg. Die 05 und einmal die 04. Zoomen. Da. Und auf jeden Fall. So tolles Packaging, ihr seht das ja, das ist durchgängig weg. Ein dieser Lip Balms hat, glaube ich, 11,99 gekostet. Das ist auch nicht billig, so wie das ganz andere Shit dort. Ich habe die jetzt noch gar nicht getestet. Die haben einen, ich habe diese Sachen gekauft aufgrund von Tati, Tati Westbrooks Empfehlung. Tati ist eine YouTuberin, die praktisch aus Amerika kommt, fast 4 Millionen Abonnenten hat, aber die hat nicht so viele wie ganz krass. Also Jeffree Star hat ja, glaube ich, schon 6 und Niki Tutorials fast 10 Millionen. Aber sie ist einer von diesen so, YouTuberinnen, die von der Drogerie bis zum High-End absolut den Plan hat. Die kauft sich so viel. Natürlich kriegt sie auch Sachen geschenkt. Ich verlinke euch sehr, sehr gerne ihren Kanal hier oben, damit ihr da mal schauen könnt. Sie ist halt englischsprachig oder amerikanisch-englischsprachig. Das ist ein ganz, ganz tolles Packaging und sie hat das so, so empfohlen. Sie hatte da extra mal ein Video für die Sephora Collection. Ich kann euch das auch gerne unten in die Infobox reinmachen. Da hat sie praktisch die besten und die schlechtesten Produkte aus der Eigenmarke von Sephora. Und das riecht vanillig irgendwie, ja. Und das soll ein Lip Plumper sein. Das heißt, das sind... Ah, der macht auch so ein bisschen auf den Lippen. Und das ist jetzt die Farbe 05. Also eine sehr neutrale Farbe. Ich denke aber, dass die jetzt... Ist eigentlich scheißegal. Also wenn ich die jetzt drüber gebe... Oh, die ist minzig. Shoot. Die geben echt krass Farbe aus, sehe ich gerade. Die erinnern mich sehr. Oh! Leute, die haben ein echt auf der Lippe. Na, das muss ich schon. Die haben einen sehr starken Plumping-Effekt. Das heißt, in kürzester Zeit werde ich hier aussehen wie Lolo Ferrari. So sieht das aus. Also, die Lippen sollen durch solche Lip-Plumping-Effekt-Dinger. Also, ich habe auch einen zum Beispiel. Von Trend It Up zum Beispiel. Das ist der High Volume Lip Plumper. Also der ist auch richtig cool. Ich hoffe, dass der zoomt mal. Hier. Der Lip Plumper, der kostet allerdings 3 Euro. Aber, oh, das ist der Shit, Alter. Huch. Also das ist richtig, wenn ihr das auftragt, merkt ihr erstmal gar nichts. Und dann wird es so minzig. Und ich habe jetzt gerade so das Gefühl, wie meine Lippen brennen. Also so richtig heiß werden. Ist aber jetzt nicht unangenehm. Das fühlt sich eher an, wie wenn ich so eine Lippenmaske aufgetragen habe. Das ist so ein... Ich weiß nicht, stellt euch vor, wenn ihr in so einen Döner reinbeißt und diese Lippen, Chiliflocken liegen auf den Lippen. Ähnlich so ist das Effekt. Das soll aber voll der Effekt sein. Also ich habe das jetzt schon öfter. Ich muss allerdings so eine... weil die ja so ein bisschen groß sind. Das sind Produkte, die ihr praktisch auftragt, um eure Lippen einfach voller auszuwählen. Also ich habe schon sehr volle Lippen. Aber so angenehm. Also es ist jetzt nicht unangenehm oder so. Nur ihr seid mal kurz so, hello. Also ihr gewöhnt euch da dran. Super schöne Farben. Es gibt die nur in 5 oder 6 Farben. Aber super geiles Produkt. Ich muss die auch, ich zeige euch das mal, in so einen Behälter reintun. Die habe ich, glaube ich, vom DM oder Rossmann. Da sind so ein bisschen die fetteren Sachen drin, weil manche kriege ich da halt echt nicht unter. Und dann habe ich mir noch einen Melted Matte von Too Faced mitgenommen. Ich liebe Melted Mattes. Melted Mattes sind wirklich die für mich, ja, besten Liquid Lipsticks neben den Colourpops. Aber ich wollte jetzt nur die da erwähnen, weil Colourpop ist halt manchmal ein bisschen scheiße zu erwähnen. Und Jeffree Star, ganz weit weg. Und ich habe mir hier die Farbe... Sell Out mitgenommen. Ich habe
1, 2, 3, 4, 5. Genau. Das ist so meine Too Faced Collection. Also ich kann euch mal so ein bisschen zeigen, falls ihr so ein bisschen Lust habt. Das ist die Farbe It's Happening. Das ist so ein echt krasses Pink, Leute. Aber die Farben sind halt wirklich opaque. Das heißt einfach, dass sie durchgängig sind, ohne irgendwie fleckig zu werden. Das ist, wie gesagt, die Farbe It's Happening. Die habe ich von der Alina zum Geburtstag bekommen. Also die bedeutet mir auch sehr viel, muss ich sagen. Ich bin da sehr sparsam. Die Produkte kosten 19,99. Bei Sephora gibt es auch keine Rabattcodes oder sonst was. Allerdings kann ich euch einen Tipp geben. Wenn ihr bei Douglas auf die Seite geht, und das ist übrigens die Farbe Band and Snap, das ist auch meine Lieblingsfarbe, also das ist ein Megaton, dann könnt ihr bei, also ihr könnt bei Sephora swatchen und euch auch einige Produkte von Too Faced zum Beispiel, außer diese Peaches and Cream Collection, die habe ich dort auch gesehen, die werde ich euch auch gleich zeigen in einem Video. Auf jeden Fall sind die so krass, die Farben. Das ist die Farbe Lady Ball, das ist ein wunderschönes Rot. Ich zeige euch einfach mal, dass ihr praktisch seht, was ihr dort erwartet. Es gibt noch 5, 6 Farben, die ich jetzt, die es dort noch gibt, aber nicht jede Farbe ist für mich geeignet. Das ist die Farbe Feeling Myself. Das ist ein ganz tolles Peachy Coral, irgendwie in die Richtung. Also nicht wundern, das ist jetzt nur, weil ich da drunter was Feuchtes hatte. Ich habe meine Hand vorhin gewaschen, deswegen blutet das so in meiner Haut aus, ansonsten tut es das nicht. Das ist Feeling Myself. Dann habe ich noch die Farbe Child Star. Die ist aber allerdings sehr, sehr nudig. Also mir gefällt sie jetzt nicht so gut. Die trage ich also wenn nur mit so einem bräunlichen Lip Liner oder so. Und jetzt kommt die Farbe, die ich mir auch gekauft habe. Das ist, wie gesagt, die Farbe Sell Out. Ist es ausverkauft? Ist es ausverkauft? Ich glaube. Und das ist ein ganz, ganz toller, so karamellbrauner Ton mit so einem Peach-Unterstich. Total schön, also ihr seht die Farben, also das ist wie gesagt nur, weil ich jetzt vorhin meine Hände gewaschen habe, die sind super nass, super trocken werden die und die sind so schön vom Auftrag, also ihr habt wirklich einen so wunderschönen Auftrag auf der Lippen, schaut euch mal meine Lippen an, alter Schwede, ich finde die so schön, also ich finde meine Lippen sehen, die Amerikaner sagen mit, they look juicy, also die sehen aus wie so eine frisch gepresste, Orange, genau. Dann habe ich mir den Highlighter mitgenommen. Und zwar, ich habe von Becca den Farbton Opal. Und den habe ich mir eigentlich gekauft und den habe ich auch schon, den nutze ich jeden Tag. Also es gibt keinen Tag, wo ich den Herz in der Corner, in die Augenbraue. Super schön, aber es ist auch ein echt pudriges Produkt. Schaut mal, ich benutze den jetzt nur, gell? Guck mal, wie der so in dem Topf... Seht ihr das? Im Spiegel seht ihr das. Aber ich bin sehr überzeugt von dieser Formulierung, dass die einfach mitunter eines der besten Produkte an den Tag gebracht hat. Und auf jeden Fall habe ich mir den von der Jaclyn Hill Kollaboration mit Becca gekauft, den Champagne Pop. Und zwar, das ist auch sowas. Den könnt ihr zum Beispiel auch bei Douglas kaufen. Da kriegt ihr dann manchmal auch 20% drauf. Dieses Schätzchen kostet halt fast 38 Euro. Das da 19,99, das 5 Euro, die da jeweils 12 Euro. Also es summiert sich schon. Und da ist immer so ein Schutzschild, wo Becca draufsteht. Und das ist Champagne Pop. Also das ist ein toller Highlighter. Hallo, gorgeous. Komm, du Mama. Also, das ist ein Puder-Highlighter, der einen sehr, sehr goldenen Unterstich hat. Ich liebe das aber. Ich wollte den unbedingt haben. Ich fand, ich mag Jaclyn Hill. Sie ist nicht, also, manche Videos sind etwas anstrengend, weil sie so geckerig sein kann. Aber ein ganz toller Highlighter, die von Becca haben, mit eines der besten, die ich kenne. Ich habe mittlerweile eine sehr vorzeigbare Sammlung an Highlightern, die ich euch auch gerne mal in die Kamera halten werde. Und zwar die, die ich jeden Tag benutze. Ich habe so viele Videoideen, ich könnte mich jeden Tag eigentlich da hinsetzen und praktisch euch Videos abdrehen. Wie gesagt, ich wünsche euch jetzt wahnsinnig viel Spaß bei meiner kleinen Runde. Ihr werdet mich jetzt gar nicht großartig sehen,
sondern ich werde euch jetzt zeigen, wie es in dem Sephora aussieht, was ihr praktisch dort an Marken kaufen könnt. Im Grundsatz muss ich sagen, diese Produkte sind natürlich High-End. Das ist einfach, wenn ihr dort hingeht, geht nicht ohne Geld hin. Und am besten mit der Oma. Weil es ist wirklich so, es ist so teuer. Also es ist kein Laden, wo ihr mal sagt, ich gehe mal eben zu Sephora. Also Leute, vertraut mir, ich habe sehr viel Kosmetik und ich weiß einfach auch, was gut ist und was nicht. Ich will manche Marken wie Hourglass oder so, Tarte. Tarte wäre super, wenn das hier wäre, weil da interessieren mich sehr viele Produkte, aber ich komme da halt nicht dran. Was mich aber allerdings, ich kann bei Tarte auch super so bestellen. Aber zum Beispiel solche Schätzchen wie das da zum Beispiel, könnt ihr auch bei Douglas kaufen. Ich kann im Groben halt nur sagen, es ist ein echter Besuch. Ihr kommt da rein, ihr fühlt euch so special, ihr fühlt euch so willkommen. Ich kann euch nur ein paar Sachen sagen, was ich glaube euch auch interessiert. Die Beratung ist top, super, sage ich euch. Also gerade in Stuttgart, ich hatte eigentlich auf meiner Wunschliste auch die Faux Filter Foundation von Huda Beauty. Weil ich habe ja doch einige Diskolorationen, also ich schäme mich auch null, euch mich so zu zeigen. Weil so sieht man nun mal aus, wenn man nach dem Einkaufen duschen war und sich einfach entspannen möchte. Dieser Kanal wird nie so sein, dass ich jedes Mal aussehe wie gefotoshoppt oder so. Wir sehen alle nicht so aus. Ich finde, hier sind Frauen, ja, und Frauen, ich habe auch Zellulitis, die kann ich auch gerne in die Kamera halten. Und ich möchte einfach, dass ihr euch wohlfühlt auf meinem Kanal und ich hoffe, dass ihr dann auch, wie gesagt, Abonnent dann werdet, dass ihr praktisch sagt, hey, die ist echt cool und so. Die kauft Sachen ein, die ich auch kaufen würde aus denselben Gründen. Hier ist nichts geschenkt. Also ich habe alles selber gekauft. Das wird auch viele, viele Jahre noch so bleiben, bis ich meinen Kanal mal vielleicht so weit habe, dass Leute auf mich aufmerksam werden. Aber bis dahin haben wir einfach eine coole Zeit, muss ich sagen. Und es wird auch danach nicht anders sein. Ich werde mich hier bestimmt nicht verändern. Das habe ich in 29 Lebensjahren nicht geschafft. Das wird auch kein YouTube-Kanal schaffen. Ich möchte einfach euch zeigen, dass auch dieser Laden, ganz ehrlich gesagt, wirklich, ihr müsst mindestens, um euch ein paar Items zu kaufen, 100, 150 Euro ausgeben. Also ich habe nur ein Becker Highlighter, dann diese zwei Plumping Glosses, das da und noch zwei Items für die Alida gekauft und schon war ich 150 Euro los. Also es ist einfach super teuer, also es ist einfach ein Laden, wo ihr zum Beispiel sagt, ich gönne mir das. Also das ist auch, ihr kriegt doch das Gefühl, ich gönne mir den Becker Highlighter. Ihr geht nicht da rein und sagt, boah, ich brauche die ganze LE, die kostet 20 Euro. Für 20 Euro kriegt ihr das und keine komplette. Also im Durchschnitt, wenn ihr bei Essence oder bei Rival de Loops guckt, dann zahlt ihr für eine gesamte LE, ja, knapp nicht mal 20 Euro. Und es ist auch für diese, für die Leute einfach auch gemacht, die günstige Produkte möchten, auch für jüngere Mädels, die einfach noch kein eigenes Einkommen haben, da muss man sich auch nicht schämen. Also ich habe ein anständiges Einkommen, ich bin aber auch zu zweit, ich bin mit meinem Freund hier, das heißt, wir teilen uns auch viele Kosten, daher bleibt auch ein bisschen Geld übrig, ja. Und deswegen gönne ich mir das auch. Alida und ich sind uns da absolut der Meinung, dass wenn ich für 12 Euro ein Gloss haben will, dass ich mir in Herrgottsnamen einen mit 12 Euro kaufen werde. Und wenn ich einen Becker Highlighter all over my face als Setting Powder benutze, dann mache ich das. Und wenn ich einen 5 Euro Lipgloss in Kokosnuss haben will oder einen einfach tollen, es ist ja nicht so, dass ich nicht schon massiv viele habe. Und wenn ich euch da oben, Katastrophe, wie es da oben aussieht, ja. Ich habe hier locker 200 Lippenstifte, 100 Paletten und wie viele Make-ups. Da drüben ist schon so eine Kiste voll Foundation. Es ist mein Hobby und dafür habe ich diesen Kanal auch gegründet. Ich wollte mein Hobby mit Menschen teilen, die verdammt nochmal dasselbe Hobby haben wie ich. Und deswegen habe ich es auch nicht vor, irgendwie euch irgendwas zu verschweigen oder sonst irgendwas. Dieser Kanal soll darum gehen, dass wir einfach gemeinsam das zelebrieren, dass wir von so auf Full Glam gehen. Und ich habe auch so viele Produkte. Leute, bestimmt 80% meiner Sachen, die hier sind, kosten so wenig Geld und sind so toll. Wie gesagt, Colourpop zum Beispiel bestelle ich ja einiges. Aber da muss ich sagen, da bestelle ich jetzt zum Beispiel alle 2, 3 Monate mal was, wenn ein Release da ist, der mich echt interessiert hat. Ich habe jetzt zum Beispiel die Lachs-Lippenstifte zum Beispiel bestellt. Die sind
unnormal, Leute. Also die sind so, so toll. Die sind aber auch sehr trocken. Das heißt, ich habe auch andere Lippenstifte. Also ich brauche jetzt nicht 100 Lippenstifte, die so trocken sind, ja. Bin momentan sehr auf Glosse, weil ich einfach merke, dass meine Lippen extrem gespannt haben, immer nach diesen Liquid Lipsticks, ja. Und deswegen freue ich mich auch, wenn ich einfach mal was Glossiges, Plumping oder so ein sowas tragen kann. So einen ganz normalen Lipgloss, so Labello. Wie gesagt, die Anordnung, also Marke, die Huda Beauty Foundation, das ist jetzt so die Story. Die Huda Beauty Foundation wollte ich mir kaufen. Ich bin zu der Beraterin hingegangen, habe sie gefragt, für welche Hauttöne, also für Hautfarben das ist, welche sie empfehlen würde. Und sie hat mich, also sie hat, ich war voll geschminkt. Sie hat dann gesagt, ja, neigst du eher zu ölige Haut? Weil sie hat gesehen, dass ich halt eine sehr deckende Foundation getragen habe. Ich habe da, ich glaube, die Estée Lauder getragen. Und da hat sie gesagt, ja, sie wusste auch in etwa, welche Marke ich getragen habe. Das war schon krass. Ich kam mir vor, wie die Unterhose ausgezogen. Sie hat gesagt, ja, also sie weiß, sie denkt, dass es eine High-End-Foundation ist, die ich trage. Ich habe gesagt, ja, es ist Estée Lauder, gemischt aber mit der Luminous von Maybelline, weil ich halt nicht so ganz so flach matt aussehen wollte. Und sie hat halt gesagt, dass die Huda Beauty Filter Foundation halt super maskenhaft aussieht. Und dann hat sie mir zu Kat Von D, ist sie zu mir, mit mir zu Kat Von D gelaufen, hat gesagt, die Locket Foundation wäre gut, die Born This Way wäre gut. Ich kam mir wirklich sehr special vor. Ich kann, also die haben wirklich super viele Mädels dort gehabt. Mädels, leider Gottes war es ja so dort. Also Huda Beauty und Too Faced waren abgesperrt. Das heißt, ihr konntet gar nicht darüber gehen und praktisch euch etwas angucken. Ihr wurdet dann praktisch durch so eine Art Abtrennung durchgeführt. Dann habt ihr euch die Produkte rausgesucht, gekauft, in ein Körbchen gelegt. Und dann seid ihr wieder gegangen und dann sind die nächsten reingekommen. Also das war voll verrückt. Also ihr habt so richtig so eine Absperrung gehabt und so. Das war natürlich echt crazy. Aber sie hat mir halt gesagt, dass bei der Eröffnung in Stuttgart echt, also die Hälfte der Tester verschwunden sind. Und da habe ich auch gedacht, okay, wie armselig, dass man Tester klauen muss. Mal, sagt mir mal ernsthaft. Deswegen, das fand ich aber trotzdem irgendwie cool. Ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Abteilung voll mit Skincare und Tony Moly, ganz witzige Panda-Bär-Handcremes, Masken und Augen-Blurring-Sticks und so. Ich fand das eine tolle Erfahrung, dort zu sein. Ich werde bestimmt, bestimmt die ein oder andere Foundation mir von dort kaufen. Also diese Locket Foundation fixt mich ja schon extrem an. Pinsel haben die auch ganz arg viele, sind aber halt echt teuer. Also ich habe doch euch diesen tollen Pinsel in meinem Haul gezeigt, der übrigens der Shit ist, total geil. Und diese Sachen zum Beispiel, die prefer ich halt einfach lieber günstiger zu kaufen, weil, wie gesagt, wenn ihr euch schminken könnt, kauft euch doch einfach lieber einen Becker-Highlighter, wenn ihr einen geilen Highlighter wollt. Kauft euch doch einfach lieber einen Gloss, wenn ihr einen geilen Gloss wollt. Dann kauft euch doch einfach so ein Bougie-Ding, was aussieht wie so ein Kissen. Ich hoffe, wie gesagt, dass dieser rundum Informationsflut nicht zu viel für euch war. Es ist wirklich ein ganz toller Laden. Ihr könnt da reingehen, ihr fühlt euch special, ihr fühlt euch weiblich, ihr fühlt euch einfach, wie wenn ihr 1 Million Euro in der Tasche habt, aber habt's nicht. Das merkt ihr an der Kasse. Aber es ist wirklich ein ganz sauberer, ordentlicher Laden. Es ist auch sehr angenehmes Licht, aber sehr schlechtes Licht, um Foundations zu testen. Ich zum Beispiel, ich habe Foundation trage ich mir immer an die Hand an, schau, ob sie oxidiert und lauf spazieren, kauf meine anderen Sachen und halte sie mir dann an mein Gesicht, weil ehrlich gesagt ich dann sehen kann, wie das an meinem Gesicht aussieht. Oder ich swatche mir das hier am Hals und compare das halt hier oben, weil meine Haut hier oben ist ja sehr viel heller wie hier unten. Ich weiß gar nicht warum, also ich habe hier unten irgendwie ein bisschen dunklere, pigmentierte Haut. Auf jeden Fall trage ich mir das dann hier auf. Schauen dann, ob das oxidiert ist und laufen ein bisschen spazieren, würde ich euch auch echt raten. Marc Jacobs zum Beispiel hatte eine tolle Abteilung und der Coconut Primer. Oh, Leute, der Hammer, 38 Euro, ich muss das mir echt überlegen. Oder ich wünsche mir das irgendwann mal. Irgendwann. Es ist halt echt viel Geld. Also ihr geht dorthin und denkt euch, boah, krass, Alter, ich kriege eine große Tüte, aber die kostet 200 Euro. Also es ist wirklich eine Erfahrung. Macht sie es, die nächste Eröffnung ist, glaube ich, jetzt in Oberhausen gewesen. In Bonn gibt es einen, da glaube ich, werde ich mal mit der Alida reinspazieren. Ich weiß, dass es in Köln, glaube ich, auch noch einen geben wird. In München gibt es jetzt einen, der war, glaube ich, der erste, genau in München.
jetzt in Stuttgart. Also ich finde das richtig, richtig cool. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich glaube, in Hamburg, Berlin und so gibt es ja auch Sephoras. Ich fahre ja jetzt auch nach Hamburg im Juli. Da werde ich dann bestimmt auch mal reinstolpern. Nicht, dass es da was anderes geben wird. Was auch sehr cool ist, die Peaches and Cream Collection vom Too Faced konntet ihr dort finden. Und die war richtig süß aufgestellt. Das seht ihr auch gleich als erstes eigentlich in meinem Einspieler, dann, wenn ihr gleich noch dran bleibt. Oh, noch dran seid und nicht eingeschlafen seid. Einfach, dass praktisch das so cool angeordnet war irgendwie, dass man, also da waren die Paletten. Was ich allerdings, ich war so angepisst. Leute, beim Release, als die Peaches und Cream rausgekommen ist, haben die 29,99 dafür verlangt. Jetzt sind die schon bei 44,99, wo ich mir sage, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich werde bestimmt nicht 30 Euro gegen 44 Euro. Also es gab Leute, die haben halt fett Glück gehabt, wo der Fehler halt aufgetaucht ist, haben die für 30 Euro die Palette bekommen und ich müsste jetzt 15 mehr zahlen. Ich habe sie geswatcht, Leute. Ich finde sie gar nicht so besonders. Also, wenn ihr die Peaches and Cream mögt, gell, könnt ihr auch die Give It To Me Straight kaufen von Colourpop. Die kostet 16 Dollar. Da seid ihr bei 14,70 Euro oder so. Ansonsten wünsche ich euch wahnsinnig viel Spaß bei einem Video. Ich freue mich auch, dass ich dort filmen durfte. Die waren so, so nett. Ich habe gefragt, ich habe einen kleinen Kanal. Ich würde halt gerne Fotos machen und auch für Instagram. Und ich hoffe, dass ihr, wie gesagt, Abonnent meines Kanals werdet. Macht bei der Verlosung mit teil. Hier oben werde ich euch das Video zu meiner Verlosung zeigen. Und ich wünsche euch von Herzen viel Spaß. Und Leute, das Motto dieses Videos, gönnt euch. Und ich liebe euch und wir sehen uns bald wieder. Ich bin Mimi. Richtig schön, schöne Auswahl. Ciao, Limon! Gott, sind die süß! I love it. Und die Sephora Collection. Und da will ich jetzt einen Gloss. Ich liebe es. Oh, ich bin im Himmel.